Ich darf Sie hier im Museum Gugging begrüßen in der Ausstellung Naiv, naive Kunst aus der Sammlung Infeld. Mein Name ist Johann Feilacher, ich bin der künstlerische Leiter des Museums und hier an meiner Seite habe ich die Co-Kuratorin Jadanka Weiß. Sie ist die Leiterin der Sammlung Infeld und wir werden Sie jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Während der Aufnahme haben wir die Maske abgenommen, da wir genügend Distanz voneinander haben. Wir befinden uns hier vor Werken von Ivan Generalić. Ivan Generalić war einer der wichtigsten Vertreter der naiven Kunst und zusätzlich war er ja noch ein Art Wunderkind. Ja, Ivan Generalić war der erste der naiven Künstler und es geschah so, im Jahre 1930 ist ein Kunstprofessor und Maler aus Zagreb, Christo Hegedušić, nach Lebine gekommen. Und im Geschäft, wo er Lebensmittel gekauft hat, hat er Zeichnungen auf Backpapier gesehen. Das waren Zeichnungen von dem jungen Bauern, damals 16, Ivan Generalić. Und nach einem Jahr, im 1931, durfte schon Ivan Generalić in Zagreb mit akademischen Malern von der Künstlervereinigung Zemlja ausstellen. Das heißt, er war sehr früh schon bekannt geworden und hat dann in Chlebine, in diesem kleinen Dorf nahe der Donau, eine ganze Schule begründet letztendlich. Das ist korrekt, aber in der Tat vergingen mehr als 20 Jahre, bis man akzeptiert hat, es ist die Naive da und bis man sie wirklich als eine künstlerische Richtung wahrgenommen hat. Hier haben wir ein Hauptwerk, das aus der Spätzeit stammt. Ja, man kann sich das auch so vorstellen. Ivan Generalić, wie viele der naiven Künstler, waren Bauer, aber auch in deren Freizeit haben sie gemalt. Und da geht es von den Motiven her, ist immer die Umgebung, die Landschaft, die Tiere, aber es wird poetischer. Hier stehen wir vor einem Bild von Mišo Kovačić. Er war ja auch einer der bedeutendsten Vertreter. Hier ein ganz besonderes Bild, der Kreuzträger, der auch seinen eigenen Kopf am Arm hat. In Hinterglas ausgeführt, ganz fein. Mišo Kovačić ist auch mit Peter Infeld befreundet gewesen. Über die Jahrzehnte hat Infeld mit seiner Mutter Margareta Infeld die Podravina besucht, um dort die Künstler kennenzulernen, zu sehen, wie sie leben, wie sie arbeiten. Mišo Kovačić war einer davon. Und so entstand mehr oder weniger, so wie mit der Familie von Ivan Generalić, eine Freundschaft zwischen dem Seitenproduzent aus Wien und den malenden Bauern von Chlebine in Kroatien. Die Werke, vor denen wir jetzt stehen, sind von Slavko Stolnik, ein ganz besonderer Vertreter der naiven Kunst. Er hat sich nämlich über viele Kriterien, die für die anderen gelten, hinweggesetzt. Er hat andere Farbigkeit verwendet, andere Themen. Warum ist das so? Pralle Farben, primitive Form. Das ist Slavko Stolnik, ein Sohn wie viele andere naive Künstler armer Bauernfamilie. Danach war er Bergarbeiter, später Polizist in Zagreb. Und dort hat er einen Kunstprofessor kennengelernt, der ihn in der Hinterglasmalerei unterrichtet hat, da er sein gewaltiges Talent entdeckt hat. Schon die erste Ausstellung hatte Erfolg und man ging nach Paris, Slavko Stolnik, seine Bilder. Leider war er das Leben in der Großstadt nicht gewohnt, man hat ihm auch die Bilder gestohlen und er endete als Klochar und kam nach Zagreb zurück. Aus dieser Phase, die stärkste dann sein wird, als in Zagreb. Schon diese Bilder. Genau. Franjo Klopotan war der Techniker unter den Naiven. Warum? Franjo Klopotan ging nach Hamburg und dort hat diese Ausbildung gemacht und war mehrere Jahre als Retoucheur und in diversen Zeitschriften tätig. Danach kehrte er nach Kroatien zurück. Und eben in dieser Zeit in Deutschland reifte sein Stil aus und
er gilt als der größte Phantasmagorist unter den Nebenkünstlern. Man merkt, das sind große Vögel, die überdimensional in einer Landschaft schweben. Es ist mehr oder weniger ein mildes Bestiarium, das er in großer Feinheit und Detailverliebtheit ausgearbeitet hat. Emmerich Faesch hat sich auf Porträts von Gebäuden spezialisiert. Ist das richtig? Das ist korrekt. Emmerich Faesch war vom Beruf Knopf- und Kammmacher und später war er Altwarenhändler in Ex-Jugoslawien. Aufgrund einer Krankheit durfte er sein Zimmer nicht verlassen. Da begann er schwarz-weiße Ansichtskarten mit einem Streichholz auf Papier zu übertragen und die in ganz bunten Farben, ohne Rücksicht auf Perspektive, nur seiner Fantasie unterworfen darzustellen. In der Sammlung Kindfeld sind auch Werke des Guginger Künstlers Fritz Opitz. In dieser Ausstellung gesamt gibt es auch mehrere nicht-kroatische Künstler. Und der einzige österreichische Vertreter ist eben Fritz Opitz aus Gugging, ein echter Klosterneuburger, der in späteren Jahren im Haus der Künstler gelebt hat. Und er hat sich spezialisiert auf Lebensregeln, Haussegenssprüche und ähnliche, die er zum Teil selbst erfunden oder auch übernommen hat. Aber ganz typisch ist immer diese Umrandung mit Blumen und die Edelweiße im Eck. Die ganze Ausstellung umfasst 130 opulente Werke von 31 Künstlerinnen und Künstlern. Sie umfasst nicht nur ganz streng genommen die naive Kunst aus Kroatien, sondern eben auch verschiedene Ausländer und auch Grenzfälle wie Sava Sekulic, Bosili oder Schröder Sonnenstern, sodass man wirklich die Thematik von mehreren Seiten anschauen kann und man versteht dann, warum hinter Naiv am Plakat ein Punkt und ein Fragezeichen ist. Ich darf empfehlen, möglichst schnell hierher zu kommen, das anzuschauen, weil wir wissen nicht, wann es wieder mal einen Lockdown geben wird. Also willkommen in dieser Ausstellung.